Ganze Generationen haben hier schwimmen gelernt. Das Bad ist ein Sorgenkind. Sicher viel schlaflose Nächte gehabt, natürlich. Ein Koloss, der leer steht. Beide haben es mir gesehen. Komm. Das Hallenbad Appenzell. Ein bisschen außerhalb vom Ort Appenzell lebt Barbara Sutter. Einen grossen Teil ihres Lebens hat sie einem Hallenbad gewidmet. Als Jugendliche schon im Büro geschafft, später ist sie im Verwaltungsrat gesessen. Es ist in der Familie gelegen. Ihr Vater hat das Bad Anfang 70er Jahre mit ein paar Mitstreitern gegründet. Das Gebäude ist hier, glaube ich, für Pioniergeist in den 70er Jahren. Wo sehr viel entstanden ist, Hallenbad, auch in der ganzen Schweiz. Oder Bergbahnen, die man aus Privatinitiativen quasi auf die Beine gestellt hat. Ja, man ist dann gegangen, man ist auch viel am Mittwoch Nachmittag, wenn man Freiheit auch mit Kollegen gegangen. Es hat dann so eine kleine Restauration oben drin gegeben, so einen Kaffee, wo man sich vielleicht auch getroffen hat, ein bisschen die Schleckis geholt hat. Und ich glaube, man hat sich ein bisschen getroffen dort, ja. Schon dort mal zum Rechten geschaut hat der Pius Kohler. Er war Badmeister und das Gesicht des Hallenbad. Aufseher vom Bassin, Billettverkäufer, aber auch ein bisschen Psychologe. Die einen sagen jetzt ein Liebesgeschichten, politische, familiäre Geschichten. So. Ja, man ist hier wirklich sehr nahe gekommen. Man war also eine Ansprechperson, um die verschiedenen Sorgen auch ein bisschen von der Seele zu schwätzen. Der Pius Kohler macht hier auch heute noch regelmässig seinen Rundgang. Seit das Bad vor 5 Jahren zugemacht hat, ist es eine einsame Tour. In einem Gebäude, wo Generationen von Appenzeller gelernt haben, schwimmen. 1972 ist es aufgegangen und seither beliebt und wichtig für die ganze Region. Eine schöne Zeit für den Pius Kohler. Ein Erlebnis bewegt ihn aber bis heute. Es ist, als er zum letzten Mal die kleine Ilenia sieht, aus dem Hallenbad rauslaufen. Seit dem Dienstag wird das 5-jährige Mädchen vermisst, zuletzt gesehen worden. Ist sie im Appenzeller Hallenbad. Sie hat dort ihr Shampoo abgeholt, das sie liegen gelassen hat. Es war ein wunderschöner Tag, den 30. Juli. Und ich habe die Buchhaltung gemacht und dachte, ja, heute geht es nicht viel. Und dann kam ein Mädchen gekommen und wollte das Shampoo. Und ich habe ihr da rausgegeben. Und die ist gegangen und ich bin wieder meiner Arbeit genommen. Und dann, ich habe die Zeit noch mal genau sagen, ist die Mutter gekommen, gefragt, ob sie da gesehen sei. Und dann ist aber drüber aber nicht lang gegangen, ist die Polizei gekommen. Und dann hat dann da angefangen. 2 Wochen sucht die Polizei das Mädchen, bis ein Spaziergänger im Wald ihre Leiche findet. Ein 67-jähriger Mann hat sie vor dem Hallenbad entführt und umgebracht. Später hat er sich das Leben genommen. Der Pius Kohler hat seither weiter in seinem Hallenbad als Badmeister geschafft, bis klar worden ist, dass da niemand mehr drin schwimmen kann. Die Substanz ist in einem so miserablen Zustand, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Ist wirklich schlimm. Von mir aus gesehen wäre es fast eine Zumutung gewesen, wenn man da noch länger betrieben hätte. Beim Abschiedsfest 2014 stehen die Pläne für ein neues Hallenbad schon. 10 Jahre hat auch Barbara Sutter daran geschafft. Das Parlament alles durchgewunken, nur das Volk. Das muss an der Landsgemeinde noch Ja sagen. Da gibt es aber plötzlich Misstöne um die Finanzen. Im neuen Hallenbad soll es, so wunderbar es tut, plötzlich 5-mal mehr Einnahmen geben. Ich habe es im Ring gespürt, wenn die Stimme kippt. Also ich habe gemerkt, jetzt ist es, glaube ich, wirklich nicht gut. Die Appenzeller Bevölkerung stimmt nein. Die Hallenbadpläne sind vom Tisch. Ja, und dann bin ich mit dem Präsidenten die Bilanz deponieren und haben eigentlich die AG sang- und klanglos verschwinden und uns verabschieden. Ein Tiefpunkt, den Barbara Sutter noch jahrelang beschäftigt. Also ich hatte sicher viel schlaflose Nächte, natürlich. Aber irgendwann war es dann gut. Irgendwann muss man es auch abhaken. Mittlerweile gibt es ein neues Projekt für ein Hallenbad. Die Planungsphase läuft. Zeit zum Abschied nehmen vom alten Hallenbad. Wehmut hat der Pius Kohler aber nicht. Oder noch nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dann vielleicht noch wieder, wie soll ich sagen, ein Wein in die Zelle kommt, wenn man in den grossen Backen kommt und anfängt abrupfen, dass ich dann noch mal denke, jetzt ist es wirklich. Jetzt kann ich es alle noch sehen. Dann könnt ihr sehen, dass dann noch mal der Moment kommt, wo ich das eine oder das andere denke, ja. Da ist jetzt ein bisschen Wehmut in den Händen.